Ein Moor wie aus einem Gruselfilm, schaurig und schön. Doch ein Moor kann noch viel mehr. Vor 20.000 Jahren hätte ich hier nicht stehen können. Da lag hier ein mächtiger Eispanzer. Weite Teile Deutschlands waren damals vergletschert während der letzten Eiszeit. Das heißt aber auch, dass die Landschaften, die wir kennen, die Vegetation, unsere Wälder, all das ist erst in den letzten 10.000, 12.000 Jahren entstanden. Auch unsere Moorlandschaften. Und es gab viele Moore bei uns. Fast 5% der Fläche Deutschlands waren früher einmal Moor. Vor allem im Norden Deutschlands und am Alpenrand. Und dabei unterscheiden wir zwei verschiedene Arten. Hochmoore, die werden vom Regenwasser gespeist. Und Niedermoore, die werden vom Grundwasser gespeist. Doch was ist das eigentlich, ein Moor? Woraus besteht es? Wie entsteht es? Hier ganz in der Nähe können wir uns das mal genauer anschauen. Moore sind unterschiedlich tief. Und sie sehen auch unterschiedlich aus. Hier können wir einmal genau reinschauen in ein Moor, in das Innere des Moores. Das ist der sogenannte Torfkörper. Das ist die abgestorbene Pflanzenmasse, die sich hier im Laufe von Jahrhunderten, im Laufe von Jahrtausenden angesammelt hat. Wie kommt es zur Entstehung eines Moores? Wir brauchen auf der einen Seite Wasser. Das hier ist ein Hochmoor und hier sammelt sich das Regenwasser, das nicht abfließen kann, das sich hier staut. Und auf der anderen Seite gibt es Pflanzen, Vegetation. Und die typischen Moorpflanzen, die hier wachsen, zum Beispiel Moose bis hin zu Bäumen, die sterben irgendwann ab, sinken zu Boden und sinken in das Wasser rein, geraten so unter Luftabschluss. Und deshalb, weil keine Luft rankommt an die abgestorbenen Pflanzen, verrotten sie so langsam. Und deshalb können wir zum Teil Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Pflanzenfasern auch heute hier in einem Moor noch sehen. Ein Moor wächst sehr langsam. Man spricht davon, dass ein lebendiges Moor nur 1 Millimeter pro Jahr zunimmt. Das heißt, wenn wir 1000 Millimeter haben, also 1 Meter, können wir von 1000 Jahren reden. Das, was wir hier sehen, auf diesem Meter, das ist die Moorgeschichte der letzten 1000 Jahre. Die mächtigsten Moore in Deutschland sind ungefähr 10 Meter dick. Das heißt, die haben eine Geschichte von 10.000 Jahren. Und weil hier seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, die abgestorbenen Pflanzen wie Gräser, Moose bis hin zu Bäumen in Ruhe im Wasser lagern, praktisch unter Luftabschluss, bleibt auch der in den Pflanzen gespeicherte Kohlenstoff unter Verschluss. Und das ist enorm viel. In Deutschland stellen Moore mit 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff den größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher dar. In nur 15 Zentimetern Torf steckt so viel CO2 wie auf der gleichen Fläche in einem 100-jährigen Wald. CO2, das eben nicht in die Atmosphäre gelangt, solange das Moor funktioniert und so aussieht wie hier. So sehen aber nur noch die wenigsten Moore in Deutschland aus. Denn der Mensch hat in den letzten rund 300 Jahren die meisten Moorflächen trockengelegt, um zum Beispiel Torf abzubauen. Jan Bohländer und Siegfried Kehl vom NABU Baden-Württemberg zeigen mir die Hinterlassenschaften des Torfabbaus im Arisrieder Moos im Allgäu. Hier stand einmal eine Torffabrik. Heute ragen nur noch die Grundmauern aus dem Wasser. Seit dem 17. Jahrhundert wurden in Deutschland Moore trockengelegt. 95% aller Moorflächen sind heute trockengelegt. Zum einen für den Torfabbau. Und zum anderen, um landwirtschaftliche Flächen zu generieren. Um Torf abzubauen, wie auch hier im Winnesmoos, wurden zuerst Entwässerungsgräben gezogen. Und anschließend wurde der Moorboden Stück für Stück abgetragen. Doch die Renaturierung ist in vollem Gange. Ja, dieser Höhenunterschied, das ist die Abbruchkante. Das ist die Abbruchkante. Also hier wurde weggebaut. Wir sind jetzt hier an dieser Torfstichkante. Kann man ganz gut erkennen. Das hier, großindustrieller Abbau in dem Bereich, wo das ganze Hochmoor hier
abgegraben wurde. Und hier wurde etwa so die Höhe so 1,5 Meter abgebaut? Ja, ja. Ne? Also stellenweise würdest du sagen, 2 Meter Torf abgegraben wurde. Aber heute ist das Moor wieder intakt. Also das ist jetzt ein torfbildendes Moos, ein Torfmoos. Man sieht schön, hier oben noch ist es grün und vital und wächst nach oben ständig, während es nach unten zu die Plätzchen absterben. Und das ist das, was dann anschließend das Torf bildet unten. Hier sieht man einfach schön, wie viel Wasser so ein Moor speichern kann, wenn man das hier mal ausdrückt. Wahnsinn. Ist immer noch was drin. Das hier sind ehemalige Moorflächen. Kaum wiederzuerkennen. Heute wird auf ihnen Getreide angebaut. Es sind Ackerflächen oder Wiesen und Weiden. Und jetzt kommen wir wieder zum CO2, das über Jahrtausende in Form von Kohlenstoff im Moor gespeichert war. Aber wenn ein Moor trockengelegt wird, geht die Speicherfähigkeit dieses Moores komplett flöten. Sauerstoff gelangt an diesen Kohlenstoff und der Kohlenstoff entgast in Form von CO2, in Form von Kohlendioxid aus dem trockengelegten Moor. Und zwar in riesigen Mengen. Die Entwässerung und die Bewirtschaftung der Moore als Ackerland hat gravierende Auswirkungen. Die obersten Bodenschichten werden durch Umbruch und Trockenlegung zerstört. Entwässerte Moore sind verantwortlich für den Ausstoß von 5% der gesamten vom Mensch verursachten Treibhausgasemissionen. Das sind weltweit 2 Milliarden Tonnen CO2. Doppelt so viele wie der gesamte weltweite Flugverkehr. In Mecklenburg-Vorpommern entgasen die ehemaligen Moore mehr Kohlendioxid als die Industrie oder der Verkehr oder die Gebäude. Die trockengelegten Moore sind dort die größte Quelle von Treibhausgasen überhaupt. Also lautet doch die Aufgabe, die ehemals trockengelegten Moore wieder zu vernässen. Wiebke Willmanns und Heike Helfenstein erklären mir die Problematik. Das Moor gehört in der Regel vielen unterschiedlichen Eigentümern. Die müssen alle kontaktiert werden und letztlich ihr Einverständnis zur Wiedervernässung geben. Man sieht hier im Venismoos sehr schön diese kleinen Parzellierungen der Grundstücke mit den zahlreichen Eigentümern. Das heißt, ihr müsst mit all diesen Eigentümern sprechen, damit es überhaupt dann nachher ein gemeinsames Konzept zur Wiedervernässung geben kann. Gelingt euch das? Also am Ende des Tages würdet ihr sagen, ja, wir kriegen mit dem Projekt, wir kriegen die Masse überzeugt? Ich denke ja, weil wir sehr gute Argumente auf unserer Seite haben, sowohl für den Natur, für den Artenschutz direkt hier vor Ort in der Region, als auch übergeordnet für den Klimaschutz. Das sind doch gute Nachrichten. Und die Lösung liegt ja auf der Hand. Wenn ich weiß, dass ein trockengelegtes Moor CO2 ausstößt, dann brauche ich es ja wirklich nur wieder zu vernässen. Übrigens, durch diese Wiedervernässung stoppt die CO2-Emission augenblicklich. Und im Vergleich zu industriellen Lösungen ist die Wiedervernässung von Mooren eine extrem kostengünstige Variante, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Wie genau das geht, das zeigen wir im nächsten Film. Thank you.